Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, einen schönen guten Morgen darf ich allen wünschen. Frau Ministerin, seit 24. Februar 2022 tobt ein Krieg in der Ukraine, der führt uns in dramatischer Weise vor Augen, wie wichtig das Konzept der umfassenden Landesverteidigung ist, die militärische, wirtschaftliche, zivile, aber vor allem auch die geistige Landesverteidigung. Und eine Stärkung der europäischen Verteidigung tut Not. Am 21. März 2022 wurde der strategische Kompass der EU von den Außen- und Verteidigungsministerinnen angenommen. Meine Frage, welche Auswirkungen ergeben sich daraus für Österreich? Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Zuschauerinnen, Zuschauer auf der Galerie, an den Fernsehgeräten und online. Einen wunderschönen guten Morgen in Zeiten, der Herr Abgeordnete hat es angesprochen, die wohl in jeder Hinsicht veränderte sind und als Zeitenwende bezeichnet werden können seit Beginn des Angriffskrieges Putins auf die Ukraine in der Nacht des 24. Februar dieses Jahres. Der strategische Kompass ist ein wichtiges Grundlagen- und Strategiedokument der Europäischen Union, der insbesondere für eine stärkere Resilienz der Europäischen Union im Bereich der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik dafür sorgen wird. Ich glaube, die Arbeit, die über 2 Jahre gegangen ist, die hat tatsächlich Sinn gemacht und auch Früchte gebracht. Dass wir uns besser einzustellen haben, dass wir resilienter werden müssen, dass wir unsere Krisenfestigkeit auch unter Beweis stellen müssen, das sind die Inhalte des strategischen Kompass, der jetzt mit Leben zu erfüllen ist, mit 81 Maßnahmen auch versehen. Und wenn der Ukraine-Krieg eben angesprochen worden ist, auch selbstverständlich sind auch diese Dokumente adaptiert worden. Aber gerade ein wichtiger Bereich, die schnelle Eingreifertruppe, die EU Rapid Deployment Capacity, die ist schon in den Vorplanungen beinhaltet gewesen. Wir werden uns weiterhin als Österreich in Abstimmung auch mit allen zuständigen Ressorts vom Bundeskanzleramt über das BMI, über das Finanzministerium intensiv in die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik einbringen. Nachfrage?